Hallo meine Lieben, JJ is back. Dieses Mal habe ich euch nicht ganz so lange warten lassen und es tut mir nochmal im Nachhinein total leid. Whatever. Ich habe mir gedacht, dass wir mal wieder ein Tutorial hier auf meinem deutschen Kanal zusammen machen. Ich habe ja die letzten Monate die Tutorials eigentlich immer auf meinen englischen Kanal verschoben, welchen diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen, gerne einmal auschecken dürfen. Unten in der Infobox, der erste Link, führt euch direkt zu meinem englischen Kanal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir überlegt, dass der heutige Look so ein bisschen tragbarer sein soll, aber trotzdem schon ordentlich glam. Wir haben die Haut halt eher so ein Ticken natürlich gelassen, ein bisschen konturiert schon und Highlight to the max, aber ihr versteht, was ich meine. Es ist halt einfach ein bisschen glowiger, ein bisschen natürlicher, nicht ganz so super plakativ wie sonst. Die Lippe ist diesmal eher ins Nude gegangen und eigentlicher Hingucker und Fokus bei diesem Look sind definitiv die Augen. Wir haben einen rosé-goldenen Liner in Kombination mit 3D Mink Lashes. Meine Lieben, wenn euch dieser Look gefällt und ihr wissen möchtet, wie ich ihn kreiert habe, was für Produkte ich benutzt habe und ihr noch so ein paar kleine extra Make-up-Background-Tipps von mir haben wollt, bleibt definitiv dran, denn genau jetzt geht's los mit dem Tutorial. Let's do this! Go! Um die Haut auf den heutigen Make-up-Look vorzubereiten, starte ich wie immer mit meinem MAC Prep & Prime Natural Radiance Primer. Als Foundation benutze ich heute die MAC Mineralize Moisture Foundation im Farbton NC25. Die Mineralize Moisture Foundation von MAC hat einen sehr seidigen, eher natürlichen Ton. Es ist nicht ganz so matt und plakativ, aber ihr werdet auf gar keinen Fall glänzend aussehen. Ein weiterer toller Nebenaspekt ist, dass die Haut halt wirklich tief mit Nährstoffen versorgt wird und ihr euch und eurer Haut wirklich was Gutes tut. Um meine Augenpartie ein bisschen frischer aussehen zu lassen und eventuelle Rötungen abzudecken, gehen wir als nächstes mit dem Pro Longwear Concealer rein. Ich probiere mich heute mal wieder aufs Neue dabei, den Concealer mit einem Beauty Blender aufzutragen. Für mich persönlich ist es schwierig, weil ich eigentlich nicht der größte Freund von Beauty Blender bin. Ich finde ihn nicht verkehrt, aber irgendwie zwischendurch wird es mir schon relativ schnell fleckig und er nimmt halt auch was von eurer Deckkraft weg. Um das Ganze zu fixieren, benutze ich nun das Laura Mercier Translucent Setting Powder und auch dieses hier trage ich mit meinem Beauty Blender auf. Dafür lade ich den Beauty Blender ordentlich mit Produkt voll. Das ist die sogenannte Baking-Methode, die euch dabei hilft, dass das Ganze halt wirklich bombenfest wird. Es ist so ein bisschen die Frage, ob sich das wirklich für euch im Alltag lohnt, wenn ihr einen sehr körperlichen, anstrengenden, aufreibenden Job habt, wo ihr zwischendurch auch mal ins Schwitzen kommt, trotzdem aber gut aussehen wollt, zum Beispiel als Krankenschwester oder als Kellnerin oder irgendwas in die Richtung, dann ist es auf jeden Fall eine Methode, die nicht verkehrt ist. Habt nur im Hinterkopf, das Ganze ist eine Methode, die eigentlich von Drag Queens entwickelt wurde, um halt mit einer Tonne Make-up im Gesicht trotzdem die Bühne rocken zu können, ohne dass irgendwas verläuft. Ich finde es mal ganz cool, wenn man sich aus anderen Gebieten Sachen adaptieren kann und sagen kann, das wurde zwar eigentlich für was anderes entwickelt, aber für mich funktioniert es super. Aber wenn euch jemand darauf anspricht, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Für meine Augenbrauen benutze ich die sogenannte Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills. Das ist ein Augenbrauen-Gel. Ich persönlich war eine Zeit lang total besessen davon, habe es in letzter Zeit aber so ein bisschen boykottiert, weil der Hype war mir persönlich einfach zu groß. Und ich habe mir gesagt, nee, ich bleibe beim eher natürlichen Look des Augenbrauenstifts. Während ich mich um die Augenbrauen gekümmert habe, konnte das Puder unter den Augen wirklich schön einwirken. Jetzt, um das ganze weitere Gesicht noch zusätzlich zu fixieren, gehen wir rein mit dem MAC Mineralize Skin Finish. Voll verschluckt. Jetzt gehen wir rein mit dem MAC Mineralize Skin Finish im Farbton Medium, einfach um das restliche Gesicht noch so ein bisschen zu setten und halt dafür zu sorgen, dass alles schön in Position bleibt. Weiter geht's mit der Augenpartie. Auch dort benutze ich zuerst wieder einen Primer, eine sogenannte Lidschattengrundierung. Das ist der MAC Soft Ochre Paint Pot. Einen kleinen Trick habe ich noch zusätzlich für euch. Nachdem ihr den Paint Pot aufgetragen habt, geht am besten ganz leicht einmal mit einem transparenten Puder drüber. Ich benutze jetzt nochmal das Laura Mercier, was wir erst für unsere untere Augenpartie benutzt haben. Es hilft uns dabei, dass wir die gleich kommenden Lidschattenfarben noch ein bisschen schöner verblenden können. Der erste Lidschatten für den heutigen Look ist ein sehr heller,
beigefarbener Ton, so ein ganz bisschen Bone, also so Knochenton, sagt man das, glaube ich, ist der Ton Blanc Type. Und mit dem Ton gehe ich übers komplette bewegliche Lied und passe von vornherein auf, dass wir keine harten Kanten haben. Um die Lidfalte ein bisschen zu definieren, benutzen wir den Ton Soft Brown. Und um das Ganze noch ein bisschen zu highlighten und aufzuhellen, diesen Ton, der nennt sich Nylon. Und damit gehe ich in den inneren Augenwinkel und ganz leicht unter die Augenbraue. Der eigentliche Hingucker dieses Looks kommt jetzt. Es ist das Pigment von MAC im Farbton Rose. Es ist ein absolut wundervoller Ton. Es ist halt so ein bisschen wie das neue iPhone 6S. Und nein, wir werden das Pigment nicht als Lidschatten benutzen, sondern als Eyeliner. Dafür nehme ich mir zuerst meinen angeschrägten 266er Angled Brush und befeuchte den mit Fix Plus. Und das hier ist der fertige Liner. Weiter geht's mit den Wimpern. Ich benutze heute mal wieder meine absolute Lieblingsmascara, die sogenannte Extended Play Giga Black Lash von MAC. Extended Play, Extended Play, Extended Play. Mein absoluter Platz 1. Weiter geht's mit der Wangenpartie. Als erstes werden wir ein ganz, ganz bisschen konturieren, vielleicht auch ein bisschen mehr, mal gucken, wie sich das gleich entwickelt. Auf jeden Fall starten wir mit Sculpt und gehen danach rein mit Shadowy. Beides sind in erster Linie wirklich Töne zum Konturieren. Sie gehören zum sogenannten MAC Pro Sortiment, wo man halt den Vorteil hat, dass es wirklich sehr effektive Produkte sind. Sie sind in erster Linie halt wirklich für Backstage-Arbeiten gedacht. Und damit kriegt man richtig, richtig geile Cheekbones. Get it, girl? Mit dem dunkleren Konturton gehe ich nicht über die gesamte Fläche, sondern halt nur jeweils in den äußersten Punkt. Denn wir wollen es nicht dunkler überall, sondern wir wollen den Schatten realistischer. Ich persönlich bin bei mir absolut kein Freund von Blush oder Rouge. Heute benutzen wir auf jeden Fall Eternal Sun. Das ist einer der Pro Longwear Blushes von MAC. Ein bisschen wärmer, leicht Aprikot. Ich hasse das Wort, aber es geht so ein bisschen ins Terracotta. Ganz leichte Braunnuancen auch drin. Es ist so ein Mischton. Eternal Sun ist aber mega, mega schön. Als nächstes meine Lieblingsbeschäftigung der gesamten Welt, Highlighten. Und dafür benutzen wir den Becker Shimmering Skin Perfector im Farbton Moonstone. Um das Ganze jetzt ebenmäßig zu machen und zu setten, gehen wir jetzt nochmal rein mit dem Fix Plus. Last but definitely not least, Jeffree Star Velour Liquid Lipstick im Farbton Celebrity Skin. Das ist der fertige Look. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Tutorial gefallen hat. Falls das der Fall sein sollte, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen lieben kleinen Kommentar unten in der Kommentarbox freuen. Wenn ihr diese zwei Sachen abgehakt habt, bleibt nur noch eins. Es wäre ein Abo, dann haben wir das Triple im Sack. Meine Lieben, ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag.